Wir wollen ja nicht so sehr wie JP machen, weil da gibt Probleme sonst. Ich kann mir nicht erklären, ich bin sehr, sehr ruhig gefahren, aber aus irgendwelchen Gründen hat sich das Auto leicht quergestellt und ich musste es wieder fangen. Ja, E-Motion Expo in Oranienburg. Du bist ja echter Oranienburger, oder? Ja, ich bin Daniel von der IGBMP. Genau. Und sag mal, Heimspiel für dich? Darauf freust du dich das ganze Jahr oder wie läuft es bei dir? Ja klar, wunderbar. Das ist eine super Veranstaltung. Ich bin jetzt selber das zweite Mal da. Bisschen schade, dass ich nicht so darauf geachtet habe, weil es ist jetzt schon die achte. Mhm. Genau, die achte Veranstaltung. Und es sind ja alternative Energien. Das heißt, hier sind auch Gas. Betriebene, ja, Gas, Fahrzeuge, Wasserstoff, Elektro, vollelektrisch, Hybride, alles dabei. Alles dabei. Ja, hier auf der E-Motion Expo ist halt echt jede Menge los. Es gibt eine Menge private Aussteller, eine sogenannte Drivers Lounge. Und ja, da könnt ihr echt jede Menge Fahrzeuge sehen. Und Steve, oh. Hallo, kann ich dein Video kurz unterbrechen? Na klar. Du bist in der Drivers Lounge hier bei der E-Motion. Ja. Ich habe für dich ein Geschenk. Also in Wirklichkeit zwei, cool. Aber such dir erstmal ein Cappy aus. Ich würde schwarz nehmen. Ja. Steht mir, glaube ich, besser. Perfekt. Ne? Bitteschön. Dankeschön. So, und ich habe zwei Geschenke gesagt. Hast du schon was gegessen oder getrunken heute? Naja, getrunken habe ich ein bisschen. Man muss viel trinken bei dem Wetter. Wir haben es echt warm, oder? Ja, stimmt. Deswegen ist eine Mütze auch ja nicht so schlecht. Ja, und für die Drivers Lounge Leute habe ich noch was richtig Besonderes rausgehauen heute. Geil, ja, ich habe mit dem Team gesprochen und die haben gesagt, komm, lass uns mal heute richtig einen raushauen. Bitteschön. Super. Gehst du mit Essen trinken? Gegenwert 10 Euro. Macht das nicht das Bändchen, nehmen wir nächstes Jahr wieder. Ja. Viel Spaß. Weil Nachhaltigkeit wird ja hier gelebt, ne? So sieht's aus. So, wir müssen noch kurz Platz machen, hier kommt Model 3. Genau. Ja? Okay, echt gut, echt coole Veranstaltung, die ihr habt. Ist jetzt zum achten Mal in Oranienburg? Nein, zum siebten. Zum siebten Mal? Ja. Nein, zum achten. War ein Witz. Du hast aufgepasst. Ich kann lesen. Die Zeitung hat leider zum siebten geschrieben. Ja, echt? Nee, okay. Na gut, das erste Mal war wahrscheinlich noch so klein. Dass haben sie auch nicht so richtig ihre Grafik verändert, weißt du, wenn man das vom letzten Jahr hatte. Und dann, huch! Aber mittlerweile ist es ja echt zu einer Institution hier in Oranienburg geworden, oder? Ja. Oranienburg wird jetzt langsam auch E-Mobil. Ihr habt ja Größen da. Wir sind gerade schon in Twizy gefahren bei Manske. Ja. Wenn es jetzt in dem Video noch nicht vorkommt, dann wir werden gleich Twizy fahren mit Manske. Ansonsten fahrt auch mal mit dem i8. Ist keine neue Technik, aber der Roadster ist ganz neu rausgekommen. Ja. Ja. Der ist jetzt erst gerade ganz frisch. Dann weiß ich nicht, guckt euch nochmal bei Endres die neue EQ-Serie an. Der EQC ist da. Mhm. Ja. Und was haben wir noch an neuen Fahrzeugen da? Auf jeden Fall ist der e-tron endlich da. Ja? Ja, der e-tron sah, wenn man sich das so mitverfolgt hat, ja immer mal verschieden aus. Ja. Jetzt ist auf jeden Fall mal ein e-tron da, den man kaufen kann. Hier ist ein EQ.
Und das ist ein SUV geworden, ja? Was soll es auch anders sein? Ja, der SUV-Boom ist gerade ganz groß im Kommen. Die Videos fleißig verfolgen, wissen, ich fahre den Ioniq hier im Hintergrund. Ja. Ich bin nicht so der SUV-Fan, muss ich ehrlich zugeben. Wer es mag, für den ist es das Allergrößte. Ne? Ioniqs haben wir auch, ich glaube, 3 oder 4 hier. Also ja, die machen schon den Teslas echt Konkurrenz hier heute. Ja, mittlerweile, mittlerweile ist schon. Ja. Ne? Aber auch man sieht auch immer mehr Model 3 und sowas. Wir haben heute hier sogar 2 Fiat 500 California Importe aus den USA. Und fast ein Oldtimer, muss man sagen, ja, den Tesla Roadster, ja, da freuen wir uns, dass das Wetter heute schön ist, weil der Hans hat gesagt, er kommt nur noch bei schönem Wetter mit dem Auto zu uns. Ja, naja, ist auch ein schönes Wetterauto, da drüben steht er, ihr seht ihn, ne? Ja. Super, na, wir werden hier noch ein bisschen rumtigern und ich werde mir was zu essen und zu trinken holen. Richtig, danke, Steve, für das Käppi. Lass dich schmecken, ja, also, ciao. Bis später. Manske ist auch hier, bieten Probefahrt mit dem Twizy an. Ey, warte mal. Wollen wir mal mit dem Twizy rumballern? Ja, na, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Twizy dann, macht doch Spaß. Dann quatschen wir die einfach mal an, die Herrschaften hier. Hallöchen! Hi! Warte mal, ich drehe mal die Kamera. Wir sind von der Interessengemeinschaft Elektromobilität und ihr seid vom Autohaus Manske? Wir sind sozusagen das E-Autohaus in Oberhavel, richtig. Das E-Autohaus in Oberhavel, also ihr macht da eine Menge in dem Bereich, ja? Wir sind da sehr aktiv und schon seit Jahren engagiert, E-Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen, im Gegensatz zu manch anderen Händlern. Okay. Naja, wenn ich auf... Ja, wenn die auch so eine Option für mich gewesen wäre, dann wäre ich bei euch echt glücklich gewesen. Muss ich ehrlich sagen, ne? Mir ein bisschen zu klein, aber alles gut. Mhm. Ja, cool. Hier steht so eine Zö. Ne? Zö? Zö. Na, OE, oder? Ja, französische. Nein, aber Quatsch beiseite. 99 Euro monatliche Leasingrate steht auf der Scheibe. Ja. Es gibt so ein Angebot in Kooperation mit dem ADAC und da kann man also die Zoe mit dem kleinen Akku, muss man fairerweise sagen, für 99 Euro leasen. Hängt natürlich nun von ab, noch wie viel Kilometer fahren war und so weiter. Und die Batteriemiete kommt auch noch mit dazu, das muss man auch bedenken, wobei wir die ja gerne verrechnen sozusagen mit den Spritkosten, wenn man eine Solaranlage hat oder die kostenlosen Ladesäulen kennt, dann kriegt man das ja ganz gut auch so hin. Und Kooperation mit dem ADAC heißt, ich muss Mitglied sein, oder? Ja, genau, muss so sein. Gut, wenn aber nicht, das ist ja marginal, oder? Der Mitgliedsbeitrag, das ist ja eigentlich obligatorisch mittlerweile. Das sind 60, 70 Euro, du hast ja die Assistance beim Renault mit dabei, also den kostenlosen Pannenservice, dann gehst du halt mal eben ja wieder raus und dann zu. Okay, und da kommt die Batteriemiete, kommt ja dann je nach Fahrleistung. Nehmen wir uns mal einen Abriss, so 15.000 Kilometer fährt der durchschnittliche Deutsche so pro Jahr, sagt man, also habe ich mal gehört, sagen wir einfach mal 15.000 Kilometer im Jahr. Hängt davon ab, wie gesagt, ob du die kleine oder große Batterie haben möchtest. An sich bei der großen Batterie sind wir bei 89 Euro und bei der kleinen bist du bei 79 Euro für die 15.000 im Jahr. Die meisten aber, die sich heutzutage da das Leasingangebot da in Anspruch nehmen, die fahren so 10.000 im Jahr und dann bist du halt bei 69 oder 79. Das ist so das Gängigste. Aber du kannst das ja halt auch variabel ändern. Das ist ja das Schöne bei Renault, wenn du mehr fährst, dann schraubst du die Kilometer hoch. Wenn nicht, dann schraubst du wieder runter oder du kaufst die Batterie, kannst du auch. Okay. Warum ich euch eigentlich angesprochen habe, ich wollte mit dem Daniel eigentlich mal mit dem Twizy durch die Gegend mit ballern. Mit unserem Twizy? Ja, klar. Wir bringen ihn euch auch zurück. Also ich weiß nicht, ob in einem Stück, aber... Ja, das war die nächste Frage von mir, aber... Also wenn es mindestens 2 Stücken dann noch wären, wäre es schon ganz gut. Ich komme mal an Schlüssel. Super, geil. So, genug Werbung gemacht. Nee, also es ist keine Dauerwerbesendung. Ich blende sowas hier auch nicht ein, weil wir kriegen keinen Apfel, keinen Keks dafür. Wir interessieren uns einfach nur für Elektromobilität und wir... Warte, Kamera drehen. Ballern jetzt Twizy. Okay? Mal sehen, ob wir da überhaupt beide reinpassen, weil wir haben ja, wie es geläufig bei YouTube, 75 Kilo schlanke Körper. Supercharger gestählte Körper heißt es so schön, ne? Wunderbar, genau. So, du fährst? Jo. Einmal die Schlüssel. Wie war das bei Manta Manta? Du fährst, ich trinke. So, jetzt kommt der auch interessante Teil. Ganz kurz, auch lustiger Fun Fact. Hier auf der E-Motion Expo wird erst heute Nachmittag das Bier angestochen, weil man nämlich möchte, dass die Leute wirklich Probe fahren mit den Fahrzeugen, unter anderem vom Auto aus Manske. Aber hier sind auch viele andere Anbieter und das finde ich eine coole Nummer, dass man sagt, wir geben Bier aus, aber erst später. So, jetzt geht's Twizy. Da passe ich doch... Das ist doch... Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir da reinpassen. Das ist ja falsch aus. Komm her, Jan. Also, ich meine, ich habe ja schon... Versuch dich mal da rein zu pellen und nicht noch vorne dran. Alter! Ich sitze auf deinem Schoß. Naja, Bein links, Bein rechts. Dann sitzt nach hinten.
So. Ja, warte, geht nicht. Warte mal, ich muss mal jetzt mal anschnallen hier. Ich glaube, wir sind so kompakt, wir müssen uns hier anschnallen. Ey, ihr könnt selber Gas geben. Oh je, ich müsste ja eigentlich noch weiter hinter, aber wir wollen ja beide die Achtung. Warte mal, einen Moment, ich muss mich nur anschnallen. Ich muss nur den Gurt finden hier. Warte. So, jetzt bin ich drin. Linke Tür. Rechte Tür. Hast du noch an? Ja. Einen Tick kannst du noch nach hinten. Jetzt, wo die Tür zu ist. Ja, passt. Twizy fahren ist das einzigste Auto, wo man... So, damit ihr auch wirklich glaubt, dass ich hinten drinnen sitze. Hilfe! Twizy fahren ist das einzigste Auto... Und nee, wie geht's? Dreh mal um, dass du siehst, dass du uns siehst. Ach so. Twizy so. Fahren ist das einzigste Auto, wo man im Manta-Style genau. Hier und hier den Arm raushängen lässt. Wisst du, woran du eine Manta-Garage erkennst? An den roten Spuren an der Wand. Roten Blutspur an der Wand. Oh, ihr seid ja böse. Aber tolles Auto, wa? Ja. Super. Und? Macht Spaß? Frische Luft? Auf jeden Fall. Naja, wenn er ein bisschen schneller fahren würde. Kamera her, wir fahren jetzt eine Runde rum. Genau. Danke. So, auf die Plätze. Dann fahrt mal. Und nicht zu schnell, ja? Niemals. Gar nicht. Stets pflichtbewusst und Safety first und so, ne? Müssen wir natürlich schauen, weil vor uns gerade drei Klassen über uns ein Auto reinfährt. 35, 40, 50, reicht. Geht. Dafür, dass wir zwei Wohlbeleibten hier drinnen sitzen. Zum Glück ist hier noch ein Glasdach verbaut, weil sonst würde ich wahrscheinlich mit dem Kopf anstoßen. Also ich bin jetzt 1,83 groß. Und du? Ich bin auch so 1,83. Da siehst du, da passen zwei mal 1,83 hier rein. Das ist doch super. Rote Ampeln sind auch schön zum Fahren. Hinter uns haben wir einen Smart, der ist ja genau die Größe. Der geht auch quer, wenn man will. Ja. Das wird dir nicht zeigen. Go-Kart. Gut, jetzt wieder raus. Wir wollen ja nicht so sehr wie JP machen, weil da gibt es Probleme sonst. Ich kann mir nicht erklären, ich bin sehr, sehr ruhig gefahren, aber aus irgendwelchen Gründen hat sich das Auto leicht quergestellt und ich musste es wieder fangen. Und dann war ich mir nicht sicher, ob ich die zweite oder dritte Mal die Ausfahrt des Kreisverkehrs nehme, aber ich habe es doch gefunden. So, da kommen die zwei kräftigen Kerlchen zurück. Ich hab sogar schön Werbung für eine Wallbox gekriegt. Ui, na dann mal los. Hat es uns Spaß gemacht? Na klar, hat es uns Spaß gemacht. Also hinten drin hat es auch Spaß gemacht. Selbst als Wohlbeleibter, muss ich ganz ehrlich sagen, man hat erstaunlich viel Platz. Warm wurde erst, als du dann langsam gefahren bist. Oder kein Fahrt bin. Ich brauche mal kurz den Schlüssel vom Spisi. Hat es mir Spaß gemacht. War ja, super. Immer. Wunderbar. Viel Spaß. Nee, war einfach frei. Nee, Twizy fahren ist schon geil. Also hier geht ja echt eine Probefahrt nach der anderen, wa? Ja. So, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal rüber zu Move Green. Genau. Und dann quatschen wir mal mit denen. Und bei mir ist der Hartmut. Hallo Hartmut. Hallo. Du bist Inhaber von Move Green, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Genau, ja. Und du fährst ja mit diesem geilen Gerät da durch die Gegend. Ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich. Kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen? Also, es ist ja genial. Ich habe ja gerade gesehen, du fährst halt rum, kannst zusammenklappen und dann kannst du damit einfach in die U-Bahn einsteigen, oder? Genau. Das ist, ja das ist die Lösung, die ein Freund von mir entwickelt hat aus Berlin. Schon 5 Jahre ist es schon her. Und jetzt ist es marktreif, wird in China produziert. Ah, okay. Also das Konzept ist richtig von euch oder, ja, ja. oder beziehungsweise von dem Kumpel. Ja. Okay, das ist ja echt interessant.
Wie groß ist der Akku in dem Ding? Wir sind für 50 Kilometer Reichweite. Reicht, steht ja, innerstädtisch für so mal. Ja. Und du hast vorne echt viel Platz. Ich blende es mal ein. Ja. Ja. Du kriegst ja vorne echt viel rein. Genau, ne? Das ist so, dass es multifunktional genutzt werden kann. Man kann es für die Post nutzen. Ja, man kann es für andere logistische Produkte in Fabrikanlagen von A nach B. Man kann Kindersitz drauf machen. Ja, das ist dann so die E-Scooter-Lösung von innerstädtischen Verkehr. Also, ne? Aber gleichzeitig, Mist, ich war nicht zu Hause, die DHL hat mein Paket in der Filiale abgegeben und kriege ich ohne Probleme weg. Ne? Ja. Weil das ist nämlich immer noch das Problem gewesen, wo ich gesagt habe, E-Scooter schön und gut, aber es hilft mir ja nicht, dass ich meinen Einkauf nicht wegkriege. Ja, ja? Genau. Und okay, das ist echt cool. Und ihr habt ja noch so ein paar andere Fahrzeuge da, die wir jetzt hier sehen, so wie dieses Dreirad vorne und zwei Rädern und sowas. Das ist auch ganz cool. Die sind alle mit kleinem Kennzeichen, das heißt, die fahren maximal 45. Ja, genau. Okay, aber braucht man halt Mofa-Führerschein, richtig? Mhm, ja. Genau. Und ihr habt ja auch einen NIO NGT da. Mhm. Ne? Und gut, der ist ein normaler Roller. Großer? Nein, ist auch noch 45. Ist auch noch 45, ja. Ich kenne mich dann leider nicht so aus. Mhm. Ja, und wo sitzt ihr? Also Move Green Berlin. Sitzt in Spandau, genau. In Spandau. Ich packe den Link mal unten in die Videobeschreibung rein. Soll kein Werbevideo sein, ist auch kein Werbevideo. Hartmut, wir kriegen keinen Cent von dir, kein Brötchen und kein Apfel, ne? Sondern ich fand einfach diese Teile geil, die ich jetzt euch gleich nochmal zeige. Und ich finde, die sind echt sehenswert und für den einen oder anderen ist da sicherlich was dabei. Also 50 Kilometer, 45 km/h und Costa Quanta, Butter bei den Fische, was kostet? Die kostet so um die 4.000 alle. Um die 4.000. Fahrzeuge. Gut, ist aber echt ein fairer Preis, muss man sagen. Also für so ein Konzept, was wirklich multifunktional ist. Ja, gibt es dazu noch was zu sagen? Muss ich da irgendwas beachten oder sowas? Ja gut, oder das können auch ältere Herrschaften nutzen, weil wir haben noch einen Sitz. Kann ich jetzt auch mal noch kurz zeigen vielleicht. Ja. Hm? Die gibt es für zwei Lose gratis dazu. Vielen lieben Dank fürs Interview. Der Festigen kann hier die Hilfe runter machen und dann könnte ich hier auch fahren. Einen deiner E-Bikes kann gerne zu dir kommen. Ja. Okay. Dann vielen lieben Dank und viel Spaß dir noch. Okay, ich danke dir. Ja. Ihre danke. Einkäufe dann unten reinmachen. Ja. Mhm. Ist es, Steve, jetzt hast du den Nord richtig gefunden, dass er nicht mehr so viel laufen muss, ne? Ja, wenn noch dicker. Juhu! Ja, das habe ich nicht gemacht, ne? Also, wie gesagt, man muss sich ein bisschen einfuchsen, man muss auch ein bisschen wippen auf diesem Brett, ne? Also, man muss sich ein bisschen in die Kurven legen, damit man einfach die Kurven entsprechend eng nehmen kann. Das habe ich gerade nicht gemacht, weil ich ein bisschen irritiert war von dem hinteren nur ein Rad. Ich bin halt Autofahrer, ne? Ich bin da echt talentbefreit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, ist ja ein geniales Konzept. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne, vom Lenken. Aber man muss ein bisschen drauf sein und dann ist es kein Problem. Ja, aber ging jetzt auch. Also ich bin jetzt das allererste Mal damit gefahren, ging ohne Probleme. Aber ich sehe, ihr habt ja hier auch noch größere Fahrzeuge. Also da auf dem Plakat sehe ich schon sowas. Kommt jetzt die nächsten zwei Wochen. Ja. Wir haben auch so 5 Kubikmeter. Volumen, also nochmal der Nummer größer. Vertreibt ihr auch den Maxus? Da sind wir auch schon dran, ja. Also Maxus, ne, 3,5 Tonner als Bus oder als Kleintransporter, vertreiben die auch von Move Green. Und das Ding, also erinnert mich so ein bisschen an Bud Spencer, ne? Jetzt müsste hier hinten nur noch das Speiseeis drin sein. Ja. Hätte ich gerne eine Kugel Pistazie bei dem Wetter. Nee, aber ist auch ziemlich cool. Ich zeig's mal. Ist echt ein geniales Teil. Und die vertreibt, also ihr vertreibt ja eigentlich eine nahezu Palette. Alles außer dem Standard-Pkw. Genau. Ja. Ja gut, Pkw haben wir ja auch. Ja, ja gut, unsere habt ihr Fiat, ja, 500 Fiat 500 E. Electric, ja. Import aus den USA. Genau. Okay, aber die vertreibt ihr auch, oder? Mhm. Echt? Es ist ja, seid ja ein Dienstleister im Bereich kompletter Dienstleister. Genau. Das ist ja cool. Ja, vielen Dank, Hartmut. Also wer sich also für Elektromobilität interessiert, egal ob Kleinstfahrzeuge, ob Mofa, Roller oder sonst irgendwelche oder Transportgegenstände, ich blende es auch unten nochmal ein. movegreen.berlin. Mhm. Ihr sitzt in Spandau. Ja. Vielen Dank, Hartmut. Finde ich sehr geil. Schaut ungefähr oder unbedingt mal bei den Jungs vorbei. Wie gesagt,
ist keine Werbung, sondern ist wirklich ehrliche Überzeugung. Ich finde es geil. Wir schauen uns noch ein bisschen weiter um auf der eMotion Expo. Danke. Mach das. Tschüss, danke. Ciao. Klappe. Die 30. wahrscheinlich. Oh, ist das ein Gleiten. Elektrisch kann ich gleich vorwarnen, man fährt ohne Ende. Ja. Man fährt einfach nur. Es macht Spaß. Ich würde am liebsten ein bisschen Briefkasten fahren. Eins, Wasser? Ja. Und los. Mit einer Vehemenz schiebt der. Das ist ja Wahnsinn. Hast du nicht Stopp gesagt? Oh, ich habe nicht Stopp gesagt. Eieiei. Dann einfach auf dem YouTube-Kanal der IGEMBB. Ich schneide das mit. Ich habe es ja gefilmt. Und dann werde ich das einblenden, wie viel das jetzt waren.